Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 11 und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden: Sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Eigentlich eine inhaltliche Fortsetzung, fast eine Kopie in manchen Phrasen der letzten zwei Sonntage oder eigentlich des Emmaus-Evangeliums, wo es auch um diese Heilige Schrift, die erklärt worden ist, gegangen ist. Und hier fängt es an mit den beiden Jüngern von Emmaus, die zurückkehren und berichten. Aber auch vom letzten Sonntag vom Thomas, wo er auch seine Hände und seine Füße zeigt, wo das, was dem Thomas zuteil wurde, hier noch einmal der ganzen Gruppe der 11 und der anderen Jünger zuteil geworden ist. Ich weiß es nicht, wie es mir gegangen wäre. Die Frage, die mich sehr beschäftigt, ist diese Frage, die Jesus ihnen stellt: Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Es sind nicht die Zweifel des Kopfes, es sind die Zweifel des Herzens. Und das ganze Evangelium heute ist voll von den verschiedensten Gefühlen. Da ist Erschrecken, da ist Angst, da ist Bestürzung, da sind eben Zweifel, da ist Freude, da ist Unglaube. Ganz viele Gefühle, die angesprochen werden. Und ich frage mich auch in meinem eigenen Leben, woher kommen die Zweifel? Vielleicht einerseits, weil es eine Vielfalt von Gefühlen gibt, die einen überwältigen, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung man sich wenden soll. Vielleicht kommen die Zweifel auch daher, dass etwas zu groß, zu unglaublich für mich ist. Vielleicht kommen die Zweifel auch daher, dass etwas zu selten ist. Wenn ich nur selten höre, dass mich jemand mag, wird der Zweifel vielleicht schneller wieder kommen. Vielleicht kommen der Zweifel daher, dass ich etwas noch nicht erlebt habe, dass es noch nicht in meinem Erfahrungshorizont ist. Vielleicht kommen die Zweifel aber auch von der Weise, wie andere mir etwas erzählen, sodass es mir zweifelhaft vorkommt.
Es wird viele Gründe geben, warum Zweifel in unserem Herzen sind. Was Jesus macht, er zeigt sich, er zeigt seine Wunden, er geht auf den Horizont des Verstehens, des Kopfes, in dem er ist. Interessanterweise, er isst einen Fisch und nicht wiederum ein Stück Brot, das er bricht und ihnen weitergibt, so wie die letzten Male. Aber er deutet die Schrift, er deutet die Vergangenheit. Es ist oft so, vor allem bei Sterbefällen fällt mir das auf, dass die letzten Wochen und Monate, vielleicht auch die letzten Jahre, sehr stark in Erinnerung sind. Und alles Vorhergehende dadurch verblasst, weit in den Hintergrund tritt. All das Gute, all das Schöne, was wir miteinander erlebt haben, ist dann irgendwo weit weg. Und das Letzte erscheint überdimensional groß. Ich lade ein, dass wir uns heute vielleicht mit dieser Frage von Jesus beschäftigen, warum lassen wir in unserem Herzen Zweifel aufkommen? Haben wir nicht schon genug mit Jesus erlebt, sodass wir wissen, wir können ihm vertrauen?